Mein Name ist Flexman Lowe. Ich habe mich schon immer für Dinge interessiert, die man gemeinhin wohl als übersinnlich bezeichnen würde. Schon in ganz jungen Jahren. Flexman, Flexman. Was also lag näher, als aus meinem Steckenpferd irgendwann einen Beruf zu machen? Einen Beruf, den es vorher in dieser Form noch gar nicht gab. Ich bin, wenn Sie so wollen, ein Geisterjäger. Zumindest würde die breite Masse das, was ich tue, wohl so nennen. Genauer betrachtet ist es etwas komplizierter. Sehr viel komplizierter. Flexman! Ich habe es stets bedauert, dass die überwiegende Zahl der Berichte über meine Begegnungen mit dem Übernatürlichen doch recht düster und in ihrer Wirkung ziemlich bedrückend sind. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache begründet. Es hat mich zudem betrübt, dass es mir trotz detektivischen Einsatzes dabei nicht immer gelungen ist, alle Fragen nach dem Warum zu meiner eigenen Befriedigung und vermutlich auch der des geschätzten Hörers zu beantworten. Aber das scheint angesichts der Thematik wohl nur zu verständlich und daher bitte ich es mir nachzusehen. Der Fall Hammersmith bildete dabei keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil sogar. Kommen Sie nur herein, Wilkes. Der Tee ist. Sehr schön. Und mal wieder pünktlich auf die Minute. Wie schaffen Sie das nur immer? Das ist, weiß Gott, kein Hexenwerk, Sir. Ich tue einfach meine Arbeit. Und das stets zu meiner vollen Zufriedenheit, wie ich bemerken möchte. Danke, Sir. Darf ich? Ja, ja, bitte. Bitte gießen Sie mir gleich eine Tasse ein. Sehr gerne. Darf ich Sie, da Sie schon mal hier sind, womöglich kurz als Testpublikum missbrauchen, Wilkes? Selbstverständlich, Sir. Missbrauchen Sie mich. Auf diese Antwort habe ich gehofft. Ich habe nämlich gerade die Vorbemerkung zu einer neuen Artikelserie verfasst. Aha. Ja. Und das war zugegebenermaßen nicht ganz einfach. Der Tee. Ah, danke. Ah, heiß. Natürlich ist er heiß, Sir. Ich mag über vielerlei Talente verfügen. Tee kalt aufbrühen zu können, gehört leider nicht dazu. Das ist wohl zu verschmerzen. Das freut mich, Sir. Also? Ich hatte den Eindruck, Sie wollten mir Ihr frisch verfasstes Vorwort vorlesen. So, ja, 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 natürlich. Das wollte ich. Dann? Ja, wollen Sie sich dafür nicht kurz setzen? Danke, Sir, aber das ziemt sich nicht. Naja, wie Sie meinen. Geister, gibt es sie wirklich oder sind sie bloß Ausgeboten unserer Fantasie? Das ist die Frage, mit der man sich in unserer Zeit am Ende des 19. Jahrhunderts immer intensiver zu befassen scheint. Denn obwohl es bereits zahlreiche Beweise für okkulte Phänomene gibt, stehen die endgültigen Antworten auf viele damit in Zusammenhang stehende Fragen immer noch aus.
Es ist möglicherweise nicht allgemein bekannt, dass man sich von wissenschaftlicher Seite leider lange Zeit bloß auf eine Kategorisierung der Phänomene beschränkt und dabei die psychischen Befindlichkeiten derjenigen, welche von den Erscheinungen heimgesucht wurden, vollkommen außer Acht gelassen hat. Ich habe, wie viele meiner geschätzten Leser wissen dürften, diesen Ansatz von Anfang an abgelehnt und tue es noch immer. Bedauerlicherweise hat dieses staatlicherseits geförderte wissenschaftliche Projekt zu sehr bizarren und frei herausgesprochen schrecklich dummen Theorien geführt, die daher in der Anwendung auch bisher wenig hilfreich für die Betroffenen waren. Ein kleiner Kreis von Eingeweihten wusste es dennoch besser und vermochte es, diesen neumodischen wissenschaftlichen Strömungen zu trotzen. Um dem wachsenden Interesse der Öffentlichkeit an diesen Themen gerecht zu werden, habe ich mich nach reiflichen Überlegungen entschlossen, eine Reihe repräsentativer Fälle meiner eigenen Untersuchungen von Spukhäusern zu veröffentlichen. Mein Ansatz ist dabei ein ganz einfacher. Ich besitze die Kühnheit, die sogenannten übernatürlichen Probleme zunächst einmal als etwas durchaus Natürliches zu sehen. Die Details dieser Geschichten wurden selbstverständlich durch die Erzählungen der jeweils Betroffenen geliefert, ergänzt durch die umfangreichen, fallbezogenen Notizen meinerseits. Ja, das war's. Ja, und wie finden Sie es? Sehr hübsch, Sir. Ja, wirklich? Aber gewiss doch. Ich bin schon sehr gespannt, wenn es soweit ist, auch Ihren angekündigten diesbezüglichen Berichten lauschen zu dürfen. Ja. Ich wäre froh.